Hallo, mein Name ist Edgar Söster, ich bin Vorstandssprecher der Volksbank Savest und ich stelle heute mal unser neuestes Projekt vor. Wir werden nämlich in naher Zukunft hier in unmittelbarer Nähe zur Europagalerie eine neue Geschäftsstelle eröffnen. Kommt doch einfach mal mit. Viele fleißige Hände zu Werke, zu Gange und es wird schon ziemlich knapp, dass wir unseren anspruchsvollen Eröffnungstermin am 19.11. hier halten können, aber wir sind sehr optimistisch. Ich darf vielleicht mal kurz zeigen, wo wir hier jetzt stehen. Da kommen die Selbstbedienungsgeräte hin, Ein- und Auszahlungsautomaten, Kontoauszugsdrucker und diese Dinge. Wir werden im Übrigen hier keine Kassenbox mehr finden mit dickem Panzerglas, sondern wir sind ja eine moderne Bank. Sowas gibt es nicht mehr. Auszahlungen von Geld erfolgen direkt im Automatenbereich. Ja, ein weiteres Highlight werden wir hier haben. Da kommt nämlich eine große Wasserwand hin, 2,50 Meter hoch, die einfach hier ein angenehmes Ambiente schaffen soll, die den Modernitätsanspruch unserer Bank unterstreichen soll und die natürlich auch zur Verbesserung des Raumklimas dient. Hier sind wir jetzt im ersten Obergeschoss und an diese Stelle hier, wo ich jetzt gerade stehe, da kommt eine weitere Wasserwand hin. Jede Filiale, die wir neu gestalten, hat so ein kleines Motto. Es wird hier in Saarbrücken Wasser sein. Das wird man nicht nur an diesen Wasserwänden ablesen können. Wir werden hier auch viel mit der Farbe Blau schaffen, sowohl beleuchtungstechnisch als auch was das ein oder andere Accessoire anbelangt. Ansonsten sind hier oben 5 riesengroße, lichtdurchflutete Beraterzimmer, wo wir eben unsere Kunden in aller Ruhe beraten wollen. So viel für heute. Nächste Woche gibt es weitere Highlights. Nächste Woche werden wir sicher auch schon mal erkennen können, dass es wieder einen Schritt weiter vorangegangen ist. Und ich freue mich schon, nächste Woche noch mal ein paar Informationen hier geben zu können.